Guten Tag, ich zeige Ihnen jetzt, wie Sie in einem bestehenden Produkt in die Produktbeschreibung ein PDF einfügen. Sie können das folgendermaßen machen: Sie gehen in den Text rein, klicken dort rein und klicken dann anschließend auf dieses Symbol. Das ist der sogenannte Dateimanager, der öffnet sich dann hier. Sie haben hier im Dateimanager die Möglichkeit, verschiedene Kapitel anzulegen, also Ordner anzulegen, Verzeichnisse anzulegen. Diese Verzeichnisse, ich klicke jetzt mal auf Dateien, da kann man eine Datei hochladen. Wir klicken hier auf Hochladen, auf dieses Symbol. Ich klicke auf Durchsuchen. Ich habe hier ein spezielles PDF schon vorbereitet. Wir klicken auf Hochladen, da ist das PDF jetzt drin. Und dieses PDF kann ich jetzt direkt hier einfügen und das PDF ist jetzt so als Link auch schon bereits in die Seite eingebaut. Wenn ich einen Text verlinken will, das heißt, hier schreibe ich, hier können Sie das PDF oder die Bedienungsanleitung oder was auch immer Sie schreiben wollen. Wenn Sie das hier wünschen, klickt man hier drauf, markiert den gesamten Text, klickt auf den Dateimanager, sucht sich wieder das entsprechende PDF, geht auf Einfügen und das ist jetzt ein Link. Wir gehen auf Speichern und zurück. Das war diese Vase. Ich lade die Seite nochmal neu. Und hier sind jetzt die beiden PDFs eingebettet. Wenn man draufklickt, werden die entsprechend geöffnet. So einfach kann man im Dateimanager ein PDF öffnen.